Weltberühmte Wahrzeichen. Heimat der Hippie-Bewegung, Reisetraumziel. Dabei ist San Francisco relativ klein und somit in wenigen Tagen zu erkunden. 6 Millionen Touristen kommen in üblichen Jahren. Und ich schaue mir mal an, welche Abzocken hier auf sie warten. San Francisco. Herzlich willkommen in San Francisco. Eigentlich sollte ich ja hier mit Blumen in den Haaren stehen. Das geht bei mir ein bisschen schwierig. Trotzdem freue ich mich in den nächsten 2 Tagen auf diese tolle City. Hinter mir die Golden Gate Bridge. Golden Gate, der Begriff stammt noch aus der Zeit des Goldrausches. Gold wird hier nicht mehr geschürft. Aber seien Sie sich sicher, dafür Ihre Touristendollars. Kommen Sie doch mit auf diesen 2-Tagestrip durch San Francisco, damit Ihr Urlaub hier wirklich unvergesslich wird. Mein erster Weg führt mich zum Hafen. Vom Ende des Pier 39 ist mein erster Sehnsuchtsort nur wenige Kilometer entfernt. Ah, guten Morgen aus dem noch etwas nebelverhangenen Norden von San Francisco. Ich bin hier, weil man von hier einen direkten Blick auf eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt hat. Die berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz, da hinter mir am Horizont. Ich würde da auch gerne hin. Wir wissen aber, dass es ein so dermaßen beliebter Hotspot ist, dass es nicht so leicht ist, wirklich darüber zu kommen. Ach, schau mal, da ist doch ein Boot, was gerade anliegt. Da gibt es doch Menschen, die drauf sind. Schau da. Ich will da heute auch hin. Da haben wir nur 2 Tage hier. Da. Die Anlegestelle befindet sich nur ein paar Stege weiter. Am Pier 33 gibt es die Tickets. Die Schlange ist überraschend kurz. Hi, how you doing? Hi, gibt's noch Karten für heute? Nein, heute sind wir ausverkauft. Sie können morgen fahren. Ausverkauft? Keine Chance? Nein. Und welche Uhrzeit geht morgen? Morgen ging es um 9.10 Uhr, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Das heißt, für morgen sind ja schon viele ausverkauft dann, ne? Ja, es tut mir leid. Nur heute auf keinen Fall? Nein. Was wird es denn kosten für 4? 39,90 pro Person. Ah, da steht's, okay. Also $40 pro Nase wird es kosten. Aber erst morgen. Heute ist alles ausverkauft, keine Chance. Wer zu spät kommt, den bestraft die Fähre. Zufällig treffe ich ein deutsches Pärchen. Sie waren scheinbar schlauer als ich. Wollen Sie für heute welche holen? Wir haben ja gestern bestellt für morgen. Ist ganz schön beliebt, ne? Ja, man hätte es eigentlich noch eher machen müssen. Das war gestern zu spät, ja. Ach, es ist so beliebt, dass man eigentlich fast nicht raufkommt, oder? Ich weiß nicht. Okay. Naja, ich wünsche Ihnen noch viel Glück, vielleicht schaffen wir das auch. Ja, danke. Ne? Mehr als 1 Million Touristen wollen jedes Jahr Alcatraz sehen. Doch selbst mit Vorbestellung wird das auch dem Pärchen wohl nicht gelingen. Und wie ist? Habt ihr alles bekommen? Nee. Wir haben jetzt über einen Drittanbieter gebucht, der ist nur online. Ja. Und der bucht auf deren Webseite. Geld wurde abgezogen? Ich habe meine Kreditkarten, habe ich. Okay. Was hat es gekostet? $100. Hui. Das hat mich auch gewundert, dass es ein bisschen mehr war. Ich habe dann gedacht, okay. Nee, Hauptsache, man möchte hin, ihr auch, ja? Es stand auch, dass man ein E-Ticket bekommt. Das hatte ich aber noch nicht. Und die haben mir dann gesagt, das müsste eigentlich noch kommen. Ich habe gefragt, ob das jetzt ein Fehler war, da zu buchen. Ich dachte, hat sie jetzt nichts Genaues zu gesagt? Okay, alles klar. Ja, vielen Dank, viel Glück. Vielleicht klappt das ja noch, ne? Ja. Schönen Urlaub noch. Ciao. Im Netz warnt die Reederei explizit vor sogenannten Drittanbietern. Zu denen komme ich später. Ich habe eine andere Idee. Dazu muss ich ein paar Stege weiter. Ja, Mensch, schade. Es ist natürlich bei solchen Sehenswürdigkeiten, die örtlich begrenzt sind, es ist ja eine Insel, über die wir da sprechen, irgendwann auch der Kahn voll, der dahin fährt und die Leute auslädt auf der Insel. Aber es gibt zum Glück hier auf den Piers noch andere Anbieter. Da vorne habe ich einen gesehen und hoffe, dass ich da wenigstens noch ein Ticket für heute bekomme. Aufgeben ist nicht. Bei einem Anbieter direkt am Pier habe ich ein vielversprechendes Angebot entdeckt. Escape from the Rock. The Rock heißt Alcatraz, nicht wahr? Das ist so der Spitzname sozusagen. Uncover the mysteries of Alcatraz Island. Entdecken Sie all die Geheimnisse von Alcatraz. Escape from the Rock. Wer vom Fels flüchten will, muss ja erst mal rauf.
Hallo, wie geht's? Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Haben Sie für die 11.30 Uhr Tour noch Karten? Ja, Flucht vom Fels, ja. Ja, genau. Wie viele sind Sie? Für vier. Vier. Wie viel? Ich gebe Ihnen Familien. Familie? Ja, den Familienpreis. Toll. Fahren Sie zusammen? Ja. Das macht 121, eigentlich sind 42 für jeden. Sie zahlen 121. Okay? Thank you very much. Sie haben ja eine tolle Kamera, damit können Sie drin tolle Fotos machen. Ah, das machen wir gerne. Oh mein Gott, das wird toll. Also. Schöne Fotos. Oh ja. Und hier steht also nochmal 30 Minuten nur Alcatraz. Bitte verspäten Sie sich nicht. Die 11.30 Uhr Tour ist heute die einzige. Die einzige. Also doch, Alcatraz, ich komme. Wenn auch nur für 30 Minuten. Für jede Minute $1, denn der Trip rüber kostet pro Person $30. Jetzt fahren wir aber gerade dran vorbei. Ja. Wir lassen Fisherman's Wharf hinter uns und fahren an einer Reihe von Sehenswürdigkeiten vorbei. Völlig richtig. Wir fahren dran vorbei gerade. Das ist jetzt wirklich fast in Spuckweite schon da hinten. Schau. Doch scheinbar geht es erst zur Golden Gate Bridge. Auch ein tolles Motiv für Urlaubsfotos. Aber eigentlich hatte ich eine Tour nach Alcatraz gebucht. So, toll. Die Golden Gate Bridge habe ich schon gesehen, jetzt wo die Sonne rauskommt. Und freue mich jetzt, dass wir diese halbe Stunde haben und uns ganz da hinten. Dreh dich einfach um, da siehst du schon. Da hinten. Ach, Alcatraz zu wippen. Wir dürften in 3-4 Minuten da sein. Oh, schön. Schau mal. Echt spannend finde ich das jetzt. Für mich wie in so einem Hollywood-Film. Wir wollen jetzt da aber rauf. Da vorne ist der Anleger. Doch anstatt Kurs auf den Pier zu nehmen, nimmt das Boot volle Fahrt voraus. Ich will ja dran vorbei. Hallo Alcatraz. Ich will rein ins Gefängnis, aber ich komme nicht. Na, jetzt bin ich aber verwirrt und frage bei der Crew nach. Hi. Legen wir bei Alcatraz an? Nein, wir legen nicht an. Oh. Wir fahren einmal um Alcatraz herum. Sie fahren nur drumherum? Und die 30 Minuten, was hat es damit auf sich? Das ist das Turmband, 30 Minuten über Alcatraz. Ah, 30 Minuten Erzählung über die Insel. Genau. Ich dachte 30 Minuten auf der Insel. Nein, da gehen wir nicht drauf. Man möchte natürlich rauf. Und ich habe genau das umgedrehte Gefühl wie die Gefangenen früher. Ich komme da nicht rauf, ich komme da nicht ran. Und wird so gerne. Dieser Wunsch bleibt unerfüllt. Es geht zurück zum Anleger. 10 Minuten später ziehe ich an Land Bilanz. Die Dampferfahrt war gerade mal $10 günstiger als die offizielle Tour. Und statt Rock gab es nur Bucht. Ich fühle mich abgezockt. Ich habe nicht mitbekommen, dass man bei der Tour nicht auf die Insel geht. Man fährt ja nur drumherum. Richtig. Sehen Sie, der Parkbetreiber des Gefängnisses regelt das. Und der gibt nur einer Firma die Erlaubnis, dort anzulegen. Und die sind am Pier 33. Weil auf dem gelben Schild, da heißt es ja 30 Minuten Alcatraz inklusive. Ja, wir fahren 30 Minuten um die Insel. Das ist der Trick, oder? Ja, das war früher noch verwirrender. Das ist schon ganz schön irreführend, oder? Nun, wir mussten auf unserem Plakat den Text ändern. Hier steht, wir umrunden die Insel. Ja, das steht vielleicht da unten, aber da vorne am Kassenhäuschen, kommt mit, steht das nicht. Da steht eine Tour, die einen 30-minütigen Block Alcatraz beinhaltet. Und das hat mir natürlich denken lassen, man kommt auf die Insel. So ist das nicht gemeint. Das müssen Sie mal ändern, oder? Ja, das wäre besser. Ich sag's dem Chef, tut mir leid. Wenn es denen schon leid tut, die hier angestellt sind, der auch sagt, ne, wir müssen das mal ändern und klarziehen, und die Leute merken, mit uns kommt das zwar hin, aber nicht drauf, dann ist es zumindest gefühlt Abzocke. Schade. Viel Geld losgeworden und nicht auf die Insel gekommen. Erinnern wir uns doch mal an heute früh. Da waren noch zwei Deutsche in der Schlange. Die hatten auch Schwierigkeiten damit. Was haben die denn gemacht? Die haben online gebucht, ne?
Und wie ist? Habt ihr eins bekommen? Nee. Ich hatte ja ein deutsches Pärchen getroffen, das bei einem Drittanbieter gebucht hatte. Also bei einer Plattform, die selbst keine Touren anbietet. Komme ich so nach Alcatraz? Ich will es ausprobieren. Der Preis ist rund 7 Euro höher als an der offiziellen Verkaufsstelle. Transaktion bestätigt, ich habe bezahlt 45 Euro für die echte Tour, die mich auf Alcatraz raufbringt. Ich hoffe, dass mir das Schicksal der beiden, die wir heute früh da getroffen haben, erspart bleibt und hier nicht das Geld verpulvert wird. Bin mir da aber mittlerweile nicht mehr so sicher. Per E-Mail soll ich eine Buchungsbestätigung erhalten. Doch darauf warte ich den Rest des Tages vergeblich. Am nächsten Morgen gehe ich trotzdem zum Pier. Und ich hoffe, dass man meine Buchung findet. Da freue ich mich jetzt aber drauf. Vorbei an den vielen Schlangen, die für heute nichts mehr bekommen haben. Jetzt endlich nach Alcatraz. Ich habe ja vorab gebucht, auch wenn es etwas teurer war. 47 statt 39 Dollar. Hello there. Hi, wie kann ich Ihnen helfen? Hi, schauen Sie mal hier, das ist meine Reservierung. Ich sehe keine Genehmigung. Wie, ich bin zugelassen? Nein. Es tut mir leid. Sie haben kein Ticket für mich? Nein, ich habe sie nicht im System. Ich nicht? Nicht zu finden. Und um 12.30 Uhr? Wo haben Sie gebucht? Haben Sie das heute gemacht? Gestern. Gestern schon. Ja, ich habe ja hier die Buchungsbestätigung. Ja, aber das ist eine ganz andere Firma. Was machen die? Die ziehen Folgendes ab. Die wollen ihre Kundendaten. Sie kaufen über deren Webseite, die nehmen ihre Infos, gehen auf unsere Seite und kaufen die Tickets. Nee. Genauso läuft. Das ist ja eine miese Masche, oder? Das ist mies. Wir versuchen, die loszuwerden, aber... Ich verstehe. Sie hätten gleich herkommen sollen. Das sagt sie mir jetzt. Die offiziellen Tickets für heute sind natürlich ausverkauft. Also auch den Ticketkauf über die vielen Drittanbieter kann ich nicht empfehlen. Das ist wie Lotto spielen. Wer sich Alcatraz auf keinen Fall entgehen lassen will, hat nur eine Wahl. Frühzeitig und ganz offiziell buchen. Hier stehst du da und kommst nicht so rauf, wie du möchtest. Das ist natürlich die super Enttäuschung. Vielleicht bekommen wir für morgen, übermorgen, für irgendwann mal ein richtiges Ticket. Das ist das Ding mit diesen Drittanbietern, wie sie mir gerade schon beschrieben hat. Ne? Also zu irgendeiner Reiseagentur zu gehen, zu einem Reisebüro oder so zu einem Veranstalter wie ich gestern hier auf der Webseite, das führt ins Verderben. Und da endet der Trip nach Alcatraz hier auf dem Festland und nicht da drüben auf der Insel. Ich kann davor nur warnen, nach diesen Erfahrungen jetzt. Kaufen Sie am besten die Karten weit im Voraus. Die Alcatraz-Touren sind im Allgemeinen gerade in der Hochsaison im Sommer ausgebucht. 6 Wochen voraus, das ist nicht ungewöhnlich. Also, wenn Sie Ihr Flugticket gebucht haben, gleich am besten hier in San Francisco auch das Ticket nach Alcatraz miterwerben.